I'm a dead man, hanging from the old oak tree. And there ain't nobody higher, as far as I can see. Wir sind Alessandra und Björn. Das ist Woche 14 auf unserer Südamerika-Reise. Diesmal durchqueren wir die Wüste, kämpfen ums Leben und begegnen dem Tod. Wir sind Nomaden. Wir sind frei. Zu Hause auf der Straße. Leben in der Natur. Zu viert in unserem VW-Bus T3. Die Welt ist ein Wunder. Ein Wunder, das wir mit all unseren Sinnen entdecken wollen. Zurzeit sind wir in Südamerika mit dem Ziel, den ganzen Kontinent zu bereisen. Kommt mit und steigt ein. Das ist die wohl berühmteste Straße Argentiniens, die Ruta 40, also die Bundesstraße 40. Und jeder, der Argentinien bereist, jeder, der nach Patagonien will, jeder, der die Anden besucht hier im Süden und die Gletscher, fährt eben diese Ruta 40. Und Ruta 40 ist eine Rippelpiste für die nächsten 70 Kilometer. Und zwar eine richtige. Also hätten wir nicht mit gerechnet. Also wir wussten ja, dass hier noch ein bisschen Ripio kommt, aber ihr müsst euch echt vorstellen, das ist eine der Hauptverkehrsadern Argentiniens. Hier geht alles drüber, hier geht der gesamte Transportverkehr drüber, hier fahren die Touristen lang. Ja, und es ist eine Rippelpiste. 70 Kilometer bei der Geschwindigkeit, 1,5 bis 2 Stunden. Wir sind ein Stück weiter gefahren und sind jetzt in Tres Lagos. Das ist wirklich ein Mini-Ort. Es gibt eine Tankstelle mit Wifi und das war es dann auch. Sonst nichts eigentlich. Und was total schön ist, wir haben diejenigen getroffen, die uns gestern aus dem Park rausgefahren haben. Die stehen hier witzigerweise mit ihren beiden T2-Bussen. Und guckt euch das mal an, wie schön die sind. Also echt voll coole Busse. Nummer 1 und Nummer 2. Und da stehen wir jetzt hier, Volkswagen-Treffen. Volkswagen-Treffen an der Tankstelle in Tres Lagos. Das ist geil. So, und wir fahren jetzt noch weiter, machen hier mal voll. Wir haben ja, wie gesagt, Planänderung. Für uns steht auf der Uhr, nach Comodoro Rivera zu fahren. Ist unser schwerster Gang, den wir bis jetzt hier gegangen sind. Also da waren die letzten 2 Jahre und meine Erkrankung wirklich ein Witz dagegen. Ja, das tut so doll weh im Herzen und gut, was soll man machen. Aber das ist der einzige Ort, an dem man, an dem es Krematorien für Hunde gibt hier in der Nähe. Und ich will die halt nicht hier lassen. Ich will ihren kleinen Körper irgendwie bei mir haben. Ich will eine kleine Holzkiste haben oder wie auch immer. Aber ich will, dass sie bei uns bleibt, dass die Familie komplett bleibt. Und dass ich sie hier nicht einfach so unter die Erde scharre und irgendein Wildtier, die dann ausgräbt und isst. Da habe ich keinen Bock drauf. Gut, das machen wir jetzt. Sind noch 800 Kilometer. Also wir werden heute 400 schaffen, morgen 400. Hoffen mal, dass sie auf jeden Fall noch so lange durchhält. Heute hat sie ein bisschen was gegessen, heute Abend, morgen. Mit Ach und Krach haben wir das reingekriegt. Also wir müssen sie schon per Hand füttern und da ist total viel Cremekäse drin. Also das ist schon kein Hundeessen. Wir essen wirklich eine Nudeln mit Bolognese-Soße und Cremekäse. Das isst sie noch, ja. Aber sonst hast du da nicht mehr so viel Bock drauf. Genau, das machen wir jetzt erstmal. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Das ist schon cool, so ein T3. Alessandra fährt, wir haben noch immer 35 Kilometer Rippelpiste vor uns. Ja? Also ist schon anspruchsvoll. Und die wird auch nicht besser, die wird eher schlechter. Ja, also das ist schon, also ich kann euch nur mal eins sagen, um die Dimensionen zu verstehen. Wir fahren jetzt hier einfach wie mal von Berlin nach Neuruppin, also 70 Kilometer. Aber ausschließlich Schotterpiste. Und Schotterpiste bedeutet ja hier, ja manchmal geht's, aber manchmal hier, wie da hört ihr das, sind die Windrivel da drin.
das ist schon richtig anstrengend. Also für den Kopf und fürs Auto. Zeitweilig müssen wir die Heizung anmachen, weil wir halt im niedrigen Gang hochtourig fahren müssen. Also hochtourig, also mit 3.500 Umdrehungen zeitweilig und gleichzeitig aber überhaupt kein Fahrtwind da ist, weil der Wind von hinten kommt. Dementsprechend kühlt das Auto nicht richtig. Ja, so ist es. Aber ich liege hier hinten, habe hier meinen Wilmi, kuschel mit dem Wilma, das ist schön. Ja, und kann auch mal das Bein hochlegen, weil das Bein ist immer noch blau. Seht ihr das hier überall? Hier überall blau. Hier ist immer noch die dicke Beule. Die geht immer noch nicht weg. Ja, und ich muss es halt hochlegen, weil es schläft mir sonst ein. Also merkst du richtig, wie das Wasser da ins Bein reinsackt. Und dementsprechend ist es natürlich nicht so toll, gerade wenn man so ohne Tempomat fahren muss, muss ich jetzt halt auf dem Gaspedal stehen. Na egal, auf jeden Fall, die Hälfte haben wir. Die andere Hälfte kommt jetzt und dann soll es angeblich wieder asphaltiert sein. Da kommt noch mal ein Stück, 40 Kilometer Ripio, aber das ist erst weiter im Norden, so in 500 Kilometern. Ja, und der Rest ist dann halt asphaltiert und wir haben insgesamt, müssen es jetzt noch so 650 Kilometer sein, bis Comodoro de Rivera. Ja, was mir auch noch so mal in den Kopf gekommen ist, möchte ich mal mit euch teilen. Ich habe seit ungefähr 5000 Kilometern kein einziges Elektroauto mehr gesehen. Hier wird niemals jemand auf die Idee kommen, Elektroauto zu fahren. Erstens wegen den Distanzias, also die Abstände sind einfach viel zu groß. Und dann die Straßenverhältnisse, diese ganzen modernen Autos, die machen das einfach gar nicht mit. Die fallen hier komplett auseinander. Beziehungsweise ist die Feuergefahr bei einem Elektroauto viel zu groß. Die Erschütterungen durchgehen. Wir fahren jetzt, wie gesagt, 70 Kilometer Rippelpiste hier. Und ja, danach muss ich alles nochmal kontrollieren. Ersatzrad, ob das fest ist, unser Wagenheber etc. Mit einem Elektroauto möchte ich hier in der Wüste nicht stehen. Also definitiv nicht. Und Diesel kann man immer jemanden fragen, der unterwegs ist und auch hier fährt. Hey, hast mal 10 Liter Diesel und dann können wir weiterfahren. Elektroauto, ciao, ciao. Ja, die blödeste Erfindung überhaupt. Kann man in Städten gerne fahren, hier auf dem Land absolut ja, nicht brauchbar. Wir haben es geschafft. Herrlich. Es war so langweilig. 70 Kilometer Langeweile, sagt Alessandra. Es war wirklich echt, ja. Langweilig. Also wirklich, ich bin total fertig. Durchgeschüttelt. Also man ist nach so 2 Stunden Rippelpiste psychisch echt einfach am Ende. Die Hunde sind fertig, wir sind fertig. So, und jetzt sind es noch... Alles, Mann. Alles wackelt, alles dröhnt, ey, unglaublich. Ja, jetzt noch 60 Kilometer und dann sind wir in Gobernador, wie heißt es? Governor? Gobernador Gregorio. Das letzte kleine Dörfchen hier in der Wüste und da müssen wir erstmal tanken. Und dann sind es nochmal eben 500 Kilometer Wüste bis zur nächsten Tankstelle. Vorher nochmal alles checken, Öl, Wasser, Luft, alles. Und dann geben wir uns die letzte Wüstenetappe. Ja, und dann haben wir es auch eigentlich geschafft, dann sind wir wieder in der Zivilisation. Bevor es jetzt aber weitergeht, kommt erstmal wieder unsere Karte. Ihr müsst ja auch wissen, wo wir genau sind. In dem Video hat alles angefangen kurz hinter Calafate. Also wir sind kurz hinter Calafate, geht es los, da beginnt die Ruta 40 wieder, also die Straße 40. Und die war ja am Anfang auch noch echt gut. Und irgendwann ab hier, fing es dann an mit der Rippelpiste. Und wir haben ja als erstes Ziel erstmal diesen Gobernador Gregorius gehabt. Und wollten dort eigentlich bleiben, haben dann aber doch nur getankt und sind dann gleich weiter. Weil danach war es dann doch wieder relativ gut asphaltiert. Wir kamen recht gut durch. Und was ja auch immer wichtig ist, ist, dass nicht so viel Wind ist. Also, weil der Wind kommt immer von dieser Seite und gerade dieses Stück hier, das ist ein
absolutes Martyrium, wenn man das gegen den Wind fahren muss. Das sind 56 Kilometer, aber die fährt man halt im dritten Gang oder im vierten Gang, schafft man gerade mal so 80 km/h gegen den Wind und dabei denkt man schon, das Auto fliegt auseinander oder das Dachfenster fliegt ab. Genau, und dann sind wir hier lang und mit dem Ziel Bajo Caracoles, das ist hier oben, da sind wir jetzt gerade. Also hier ist Bajo Caracoles. Und morgen früh wollen wir dann von Bajo Caracoles was ganz Tolles machen. Es gibt hier die Cueva de los Manos. Das haben wir schon eingekreist. Das war schon immer ein Ziel von uns, wo wir hin wollten. Und die Cueva de los Manos ist ein Monument, wie sagt man hier, ein UNESCO-Weltkulturerbe ist das, ne? Ist es UNESCO? Wir wissen nicht genau, aber es ist auf jeden Fall was von den Ureinwohnern, die mit ihren Händen die Wände bemalt haben. Das sind auch wieder 40 Kilometer Rippelpiste hier lang. Die müssen wir dann auch wieder zurückfahren, weil es gibt scheinbar nur diesen einen Weg. Also wir wissen es noch nicht, vielleicht können wir auch einen anderen Weg fahren, aber wahrscheinlich müssen wir wieder zurückfahren. Und dann ist unser Ziel in diesem Video, bis wohin wir wollen, bis Perito Moreno. Das ist hier oben. Da wollen wir hin. Und das ist eine ganz schöne Strecke, also von hier unten bis da oben, das sind irgendwie ja, 700 Kilometer so in dem Dreh. Würde ich sagen, vielleicht so ein bisschen mehr hin und zurück. Also haben wir ganz schön was vor. Es zehrt an Nerven und Material. Und ja, der Weg durch die Wüste ist schon heftig. Also, dann sage ich jetzt erstmal gute Nacht, bis morgen. Morgen! Ja, wir haben echt gut geschlafen am Ende. Wir waren in Bajo Caracoles, heißt es. Eine gottverdammte Geisterstadt, kann man eigentlich sagen. Nur bestehend aus einem Hotel, einem Restaurant und zwei Zapfsäulen. Und ja, hier mitten in der Wüste, dass man einfach irgendwo ein bisschen Windschutz hat und pennen kann. Ja, total krass. Und ja, wir hatten aber eine ganz coole Ecke hinter einem Haus. War gut geschlafen. Ja, alles super. Jetzt, wie ihr hört und seht, sind wir wieder auf der Rippelpiste unterwegs, die angeblich sehr gut ausgebaut sein soll. Und fahren zur Cueva de los Manos, also zur Hände, nee, zur Höhle der Hände. Und da haben die Ureinwohner mit ihren Händen wohl lauter Zeichnungen an die Wand gezaubert. Soll total schön sein. Da fahren wir jetzt hin, gucken uns das an. Wilma geht es heute ein bisschen besser. Wir waren ja beim Arzt und der ist auf einmal wieder relativ gut drauf, aber nimmt auch Diazepam, also die jetzt so gegen ihre Krämpfe was bekommen. Und die Moral von der Geschichte ist, dass sie jetzt wieder isst und relativ gut drauf ist. Ja, mal gucken, wie es weitergeht. Auf jeden Fall gucken wir uns jetzt erstmal die Höhle an. Mehr Informationen gibt es später. Und jetzt sind 47 Kilometer Rippelpiste vor uns. Thank you.
Ja, ihr Lieben, haben wir geschafft. 47 Kilometer, davon 33 Kilometer übelste Rippelpiste. Und wir haben gedacht, hatten vorher gefragt, aber wer Spanisch sprechen kann, ist klar im Vorteil. Wir scheinbar nicht. Wir haben gefragt, ob es einen anderen Weg noch gibt hier raus. Also sprich, man fährt rein und dann einen anderen Weg raus. Ja, den hätte es gegeben. Der ist nur auf der anderen Seite vom Canyon. Und wir sind halt den falschen Weg reingefahren. Das heißt also, wir müssen die 47 Kilometer Rippelpiste wieder zurück. Nicht so tragisch, weil hier ist völlig geil. Total cooler Ort. Ich zeige euch das mal. Achtung, nicht, dass wir hier irgendjemanden stören, der den Weg gerade hochkommt. So. Und jetzt guckt euch das mal an, das ist richtig cool. Ey. Das ist fett, oder? Und wenn wir da oben ist ein Parkplatz, wenn wir dort angekommen, ne, dann hätten wir viele Kilometer gespart und müssten halt nur ein Stück weiter runterlatschen. Und wieder hochlatschen. Ja, das ist aber nicht der Fall. Wir haben die andere Straße genommen. Das heißt, wir müssen hin und zurück. Naja, nicht so tragisch. Fahren wir langsam. Wir haben ja Zeit. Es ist ja kein Zeitdruck da. Und dann geht das. So, jetzt essen wir noch was. Ja, erstmal einen kleinen Spaziergang machen. So, jetzt sind wir ausgestattet für einen Höhlenbesuch mit Helm. Ihr wisst ja, ist schon gut so ein Helm. So, Alessandra auch. Ja. Sie sagt, zum Glück haben sie mir einen Helm gegeben, weil ich mir durchgehend den Kopf anstoße oder mich irgendwie verletze. Also es ist gar nicht so blöd hier ein Helm. Ja, ich sage ja, der tut schon gut, so ein Helm. Ja, auf jeden Fall latschen wir da jetzt runter. Kann man nur in Führung machen, darf man nicht alleine machen. Aber ist auch absolutes Weltkulturerbe. Also die haben vor 10.000 Jahren hier gelebt. Und haben halt ihre Hände in den Wänden verewigt und lauter Felsenzeichnungen gemacht von den Viechern, die sie gegessen haben oder gegessen haben, also Guanacos und Früchte und ach, alles Mögliche. Und ja, total cool. Auf jeden Fall, ach, guckt euch mal diese Aussicht an. Naja, auf jeden Fall haben die hier unten im Tal gelebt. Wir haben es schon gelesen, weil man hat genug Holz gehabt für Feuer, man hat eine Süßwasserquelle gehabt und die Guanacos sind hier eben durchgezogen und die sind immer mit den Guanacos denn mit, also um starke Schneefälle zu vermeiden, haben die dann halt eben sozusagen, sind die den Guanaco-Herden gefolgt, weil die das natürlich im Instinkt hatten. Außerdem war das ja auch deren Hauptnahrungsquelle, also insofern mussten sie bei denen gemeinsam durch die Gegend tingeln. Ja, der Helm, der ist der Knaller. Der Helm, der ist der Knaller. Ich soll nach unten gucken, sagt Alessandra, damit ich mir jetzt nicht das nächste Bein breche. Was sagst du? Also sie sieht doch aus wie so ein Ingenieur, oder? Ich wollte ja eigentlich da drin noch ein bisschen mehr quatschen, aber die Führung war echt so cool und so interessant, dass wir die jetzt auch nicht unterbrechen wollten. Alessandra am Mate trinken, kulturelle Aneignung hier bei uns. Also, kurze Info, die Hände dort, die sind um die 9500 bis 7000, also 7000 bis 9000 Jahre alt. Das sind die ersten Menschen, die hier dieses Gebiet besiedelt haben. Und es ist alles voll mit Händen. Es gibt wohl auch noch zig andere, 80. Der Dicho 80 otro lugares donde están manos aquí, ne? Also es gibt noch 80 weitere Orte, an denen sie diese Hände hier gefunden haben. Und ja, schwer beeindruckend. Also wirklich, dass sich erstens das so lange gehalten hat
Und dass die zweitens, ja, diese, wie soll ich sagen, also das sieht echt krass aus. Das sind 9000 Jahre alt und du siehst halt, ich meine, das ist eine Hand. Das ist eine Hand wie deine und meine. Also echt super cool. Ja. Ja, schwer beeindruckend. Dann haben sie noch viele Guanacos gezeichnet, Nandos, also alles, was sie halt betrifft. Und gleichzeitig gab es halt 3 Besiedlungsstufen und man erkennt eben auch in den Zeichnungen die verschiedenen Besiedlungsstufen. So, jetzt dürfen wir, wie ich schon angekündigt habe, wieder 47 Kilometer Rippelpiste fahren. Das ersparen wir euch. Wir sehen uns später auf dem Highway 40 wieder, wenn es denn Richtung Perito Moreno Dorf, nicht Gletscher, sondern Dorf geht. Das wollen wir heute noch schaffen, sind 200 Kilometer. Ja, das werden wir wohl noch hinkriegen und bis dahin lassen wir uns jetzt hier durchschütteln. Ja, die Rippelpiste haben wir hinter uns. Das war ja echt, das macht einen einfach fertig im Kopf, oder? Also, das ist so laut, so nach einer Stunde voller Lautstärke Presslufthammer ist man halt ein bisschen geschlaucht. So, jetzt sind wir auf der Route 40, wie gesagt, und fahren Richtung Norden, Richtung Stadt Perito Moreno. Und die Einheimischen aus dem Dorf vorher haben gemeint, dass jetzt die schlimmste Strecke der Route 40 kommt. Also sie haben gefragt, ob wir ein 4x4 betriebenes Fahrzeug haben, dann sollen wir da nicht langfahren. Es gibt ja gar keinen anderen Weg. Und wir kennen welche, die sind aus Norden nach Süden gekommen, Franzosen, Freunde von uns. Und die sind es mit einem Wohnmobil gefahren, also mit so einem uralten Klapper-Wohnmobil gefahren. Wir werden das schon packen. Also auf jeden Fall sind wir gespannt. Das müsste jetzt gleich kommen und wir hoffen, dass es nicht zu lang ist. Also wir haben 100, noch circa, sagen wir 90 Kilometer bis Perito Moreno und wir hoffen, dass nicht 60 Kilometer davon wieder Ripio sind. Also ja, sind wir gespannt, was jetzt auf uns zukommt und ob wir uns da mit dem Spaten behelfen müssen, mit Steinen oder was überhaupt, Sandbleche, mal schauen. Auf jeden Fall geradeaus geht's. Hier ist die Abfahrt für... Also hier wäre eine kürzere Strecke zu den Cueva de los Manos. Cueva de los Manos gewesen, zu der Höhle der Hände. Aber die Strecke soll auch richtig krass sein. Also deswegen haben wir gesagt, fahren wir lieber die 30 Kilometer länger. So, jetzt noch ein Stück weiter. Da vorne ist ein Guanaco wieder mal auf der Straße. So, das haut jetzt auch ab. Wir hupen sie immer weg, damit sie uns nicht vors Auto rennen. Sehr gut. Hast du fein gemacht, Guanaki. So, auf jeden Fall sind wir gespannt und wir werden Meldung machen. Ja, was total krass ist, das ist echt der Highway to Hell hier. Nicht nur, weil hier so krasser Wind ist, alles Schlaglöcher sind, es sich echt schwierig fährt, ja, und man echt im Desert ist. Nee, das ist ein ganz anderer Grund. Und zwar in ganz Chile, also in ganz Chile kann man es nicht sagen, wir waren in Chile bis jetzt nur in Feuerland, aber in ganz Argentinien, von Buenos Aires kann man eigentlich sagen an, also ab dem Zeitpunkt, wo wir in Patagonien waren, sicher, ich zeige euch das jetzt, ist immer auf der Seite der Autobahn, auf beiden Seiten Zaun. Jetzt könnte man ja sagen, also hier Zaun mit richtig fett Stacheldraht, ja. So, jetzt könnte man ja sagen, okay, das ist gemacht, damit der Wildwechsel nicht stattfindet. Nee, das ist gemacht, weil es Privatgrund ist und damit deren Kühe nicht abhauen. Ist auch legitim soweit. Wir nutzen dafür Elektrozaun, die halt eben Stacheldraht. Aber der Stacheldraht, der macht diesen Highway echt zur Hölle, weil guckt euch das an. Man sieht es wirklich in Patagonien, kannst du sagen, alle 5 Kilometer sehen wir das. Und das ist echt traurig, weil die Guanacos, die bleiben einfach hängen. Ja, die bleiben einfach da, guckt euch das an, richtig traurig. Die Guanacos bleiben einfach hängen im Stacheldraht und verenden dann elendig. Ja, deswegen ist es einfach der Highway to Hell. Also die ganze Ruta Tres war so, die Ruta 40 auch. Und das ist natürlich echt ein trauriger Zustand, weil, na, wie soll ich sagen, für die Tiere ist es der übelste Tod schlechthin. Die bleiben einfach mit ihrem Bauchfell an dem Stacheldraht hängen und das geht immer tiefer ins Fleisch rein und die kommen nicht mehr weg und verenden dann elendig sozusagen in dem Zaun. Ja, echt super traurig.
Wir hatten ja auf dem Weg total viele Kuhkadaver gesehen auch und haben schon gedacht, meine Güte, warum liegen denn hier so viele Kühe rum, so viele Tote? Das finde ich allerdings eine gute Sache, weil die Argentinier sagen, ja gut, das ist Fleischproduktion, wir wollen ja nur die gesunden Kühe essen. Das heißt, die scheren sich einen Scheiß darum, wenn eine kranke Kuh eben krank ist und stirbt, weil Lauf der Natur, die frisst dann irgendwann der Puma oder der Geier. Aber der Mensch isst nicht die kranken Kühe und die essen kein krebsbelastetes Fleisch, die essen keine Viecher, denen es eben schlecht geht und dementsprechend ist deren Fleischqualität halt viel, viel höher. Das ist ja soweit nachvollziehbar, aber das mit den Guanacos, ey, das ist echt super traurig und tut mega weh im Herzen zu sehen, dass die halt einfach, dass das gesamte Land von Zäunen durchzogen ist. Die müssen über die Zäune rüberspringen. Die schaffen es auch darüber. Das heißt also, der Wildschutz für die Autofahrer ist gar nicht gegeben. Es gibt einen Guanaco-Unfall nach dem anderen. Aber dafür verenden die Guanacos im Stacheldraht. Echt ein bisschen blöd. Hier, der Highway to Hell. Ruta 40. Ja, wir fahren jetzt schon wieder anderthalb Stunden durch absolutes Nichts. Also, sieht wunderschön aus, aber hier ist wirklich nichts. Kein Haus, keine Finca, kein gar nichts. Und die letzte Tankstelle, die war ja nur nicht so vertrauenserweckend, sage ich mal. Also normal tanken wir immer, aber das wollten wir uns jetzt nicht reinfüllen. Und davor, die Tankstelle hat nichts gehabt. Also die hat nichts abgegeben. Jetzt sind wir, ich glaube, das sind jetzt noch so 60 Kilometer bis Perito Moreno. Das ist ja erstmal nicht so das Problem. Gut gemacht, hoffentlich mega Schlaglöcher, aber ey, Alessandra, ey, schnurstracks mit 80 zwischendurch. Auf jeden Fall hoffen wir, dass wir da ankommen, weil unsere Tanknadel, die sagt mittlerweile das hier. Das heißt, wir haben jetzt noch ein Viertel, sagt er, aber das Ding schwankt ja beim T3 je nach Kurvenlage. Und auf jeden Fall hoffen wir, dass wir da ankommen. Wir haben auch noch einen Reservekanister, das sollte eigentlich hinhauen, aber es soll ja jetzt eben noch diese schlimme Piste kommen. Und je nachdem, wie langsam wir da fahren müssen, da verbraucht man schon ganz schön viel. Und wie lang es geht, wissen wir auch nicht. So, naja, es wird spannend. Wir haben es geschafft, weil es doch alles asphaltiert bisher. Die Stelle kommt wohl erst danach, zum Glück, weil wir ganz schön fertig sind von der heutigen Rippelpiste. Und jetzt fahren wir zur EPF-Tankstelle, da soll man ja auch duschen können. Und dann suchen wir uns einen vernünftigen Platz für die Nacht und wir haben es alle nötig, erstmal was Leckeres zu essen und uns auszuruhen. War eine ganz schöne Strecke heute, ne? Eramucho, ne? Ja, und wir hatten einen Haufen Guanacos etc. Also insofern war eine harte Tour, aber hat Spaß gemacht. So, meine Lieben, guten Morgen. Was total geil ist, wir sind ja hier immer noch in der Nähe von diesem Lago Buenos Aires und die Stadt, die dort ist, heißt Los Antiguos. Los Antiguos ist total bekannt für die besten Kirschen Argentiniens und wir sind genau zur Kirschenzeit da. Da ist ja auch jetzt gerade das Fest der Kirsche, haben wir uns mal nicht angetan, aber wir haben die Kirschen gekauft. Und die sind so mega lecker, das sind so wie unsere dicken deutschen Kupperkirschen. Knupper heißen die, ne? Knupperkirschen. Und mir hat ein Einheimischer gesagt, vor 50 Jahren ungefähr gab es einen Vulkanausbruch. Dabei ist die gesamte Stadt oder die gesamte Region unter Asche gewesen. Und als die Leute wiedergekommen sind, ist eine Legende natürlich, als die Leute wiedergekommen sind, standen die Kirschen in Blüte und seitdem gibt es hier die besten Kirschen. Und im Internet steht, dass die Region einfach dafür gemacht ist, weil es im Winter schön kalt ist, sodass die Floration sozusagen gut einsetzt. Und zur Erntezeit regnet es nie. Das heißt also, man hat genau das richtige Wetter, um gute Kirschen zu erzeugen. Und die sind so dermaßen lecker. Mm. Genau. Mm. Wir hatten ein ganzes Kilo von denen, also so einen Sack, aber ja, Kamera runtergefallen.
Genau, wir hatten ein Kilo von denen, den ganzen Sack, aber der hat es nicht überlebt in der Nacht. Den haben wir weggefressen. Das ist der Rest und den machen wir jetzt platt. So, erstmal Frühstück. Nach dem Frühstück kommt ein Auto, das einen Unfall mit einem Guanaco hatte. Björn hilft ihnen, das Auto wieder fahrbereit zu machen. Wir befestigen das Ding jetzt hier mit einer Schnur am Auto und da mit einer anderen Schnur und dann versuchen wir da vorne rauszuziehen, die Beule aus dem Auto. Guanaco-Schaden. So. Ciao. Más lejos. Yo te veo por la cámara. Sí, carino, pero yo ya tengo dos perros. No, no. So, número uno. Stop. No, 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 porque donde choqué no tenía señal. Acabo de hacer que me hasta mi PF. Acá recién tengo señal y estoy viendo cómo proceder. Tengo dos, ¿no? Vamos. Ay. So, gemacht. Guck mal, Swilda. Ja, wo wir doch schon beim Schrauben sind, haben wir auch gleich noch was erledigt. Jetzt kommt mal ein Lifehack für die T3-Fahrer unter euch. Und zwar, ihr kennt doch alle, dass die Tachonadel beim Fahren diesen hier macht. Ja? Und das macht ja auch ein Geräusch, also das macht ja bisschen nervig. Ich mache mal die Tür zu, dann ist nicht so windig. So, und ist ja nur ganz einfach zu lösen, nicht mit Schmiere. Viele sagen, macht ihr einfach Schmiere. Nee. Also geschmiert sein muss die Tachowelle, das ist klar. Da sollte immer genug Fett drin sein, wie bei der Bohrmaschine. Aber der Punkt, warum das ist, ist ein anderer. Das ist einfach eine Verspannung, die in diesem Kabel stattfindet. Und zwar macht man einfach hier auf. Ihr kennt es ja, hier hinten aufmachen, die beiden Clipper. Nimmt das Ding raus und dann kommt man hier hinter der Tachowelle an so eine weiße Kupplung ran und da geht die Welle vom Rad in den Tacho rein, damit die Geschwindigkeit angezeigt werden muss. Und ihr müsst es hier aufmachen, da müsst ihr fahren und in dem Augenblick, wo sich das total doll bewegt, also das ist bei den meisten, es ist so zwischen 40 und 60 km/h, so greifst du da hinten rein und drehst dieses weiße Ding gegen den Uhrzeigersinn oder mit dem Uhrzeigersinn. Meistens funktioniert es aber gegen den Uhrzeigersinn. So weit, bis der Zeiger sich nicht mehr bewegt. Funktioniert bei allen T3s, einfach mal ausprobieren. Also wenn ihr auch diese bewegende Tachonadel habt, dann hinten aufmachen, das weiße Ding drehen, bis es, und das muss man beim Fahren machen. Das könnt ihr nicht im Stehen machen, weil ihr wisst ja gar nicht, bei welcher Geschwindigkeit diese Schwingung zustande kommt. Und währenddessen man fährt und die Schwingung da ist, dreht man eben da dran und dann ist die Schwingung weg. Da es wie immer etwas besser geht, beschließen wir, das gute Wetter zu nutzen und uns einen der schönsten Seen Argentinien anzuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns in der nächsten Woche. Ciao!